Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cards 12. Ich begrüße euch zu einem Unpacking. Ja, ich habe mir was von eBay bestellt und der Verkäufer kommt aus Frankreich und hat mir dieses Riesenpaket geschickt. Ich habe eigentlich was ganz Kleines erwartet, aber ihr werdet gleich staunen. Ich weiß natürlich, was drin ist. Da hätte man wirklich 20 dieser Dinger reinpacken können. Ja, eindeutig zu großes Paket für das Teil. Naja, mal schauen, was drin ist, Freunde. Ich bin mal gespannt. So. Ich tue die Kamera mal wieder auf dem Tisch und werde das mal aufschneiden, Freunde. Am besten hier von unten. Leute, ich bin gespannt. Und dann alles so zugeklebt, ey. Natürlich eine sichere Verpackung, klar. Ein schönes Paket, aber, Freunde, eindeutig überpackt. Finde ich. Ihr werdet mir recht geben. Mal die Seiten aufschneiden, Freunde. Boah. So. Gleich soweit. Zack. So, das ist der Inhalt, Freunde. Papier, Krimskrams. Leute, der hat, glaube ich, sein Packpapier hier hingeschickt, damit das nicht irgendwie selbst wegwerfen muss, glaube ich. Also, ja, okay. So, das ist das, was ich mir eigentlich bestellt habe. Und das ist, was ich bekommen habe, Freunde. Ja, aber ist hier verpackt. Da hätte man auch direkt die Konsole mit reinlegen können, Freunde. So. Schaumstoff, Kartons, ein riesen Karton, Freunde, für das viel zu groß. Naja, so, da habe ich es endlich aus dem Karton raus und werde mal schauen. Aber eins muss man ihn lassen, das nenne ich sichere Verpackung. Oh, und dann noch eine Folie. Ihr könnt es schon an der Form erkennen, Freunde. Zack. So, das ist die Rückseite. Na, wer erkennt's? Klar, natürlich. Nintendo sehen wir schon hier. Und hier haben wir Super Mario Kart für den Super NES, Freunde. Nochmal in Folie verpackt. Boah, die Kontakte glänzen, die blinken richtig goldig. Mach mal auf. Zwei Schlüssel, Rüsse, zack, zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Ja? Aber richtig nice verpackt, wie gesagt. Und, ja.
Ja, das Spiel, das ich seit langem in meiner Sammlung haben wollte, seitdem ich die Super Nintendo habe in den 90ern und irgendwie nicht bekommen habe. Und jetzt mittlerweile werden diese Spiele um die, ja, 35 bis 40 Euro allein die Kassette, also ohne Verpackung, gehandelt, Freunde. Und ich habe es für, also er hat es angeboten für 26 Euro, Sofortkauf. Ich habe noch einen Gutschein gehabt, 10 Euro. Das Ganze hat mich jetzt 16 Euro gekostet. Ich denke, für den Preis ist dieses Kultspiel Super Mario Kart auf jeden Fall wert. Ist jetzt die PAL-Version. Ja, natürlich, PAL müsste also auch auf meiner Super NES laufen, Freunde. Richtig nice. Boah. Oh ja, ach, ich wollte schon immer, wie gesagt, Super Mario Kart haben. Ich habe es zwar schon auf dem Super NES Mini, da hätte ich es eigentlich zocken können, klar. Aber einfach für diese Retro-Sammlung, für diese Original-Super Nintendo-Sammlung ist dieses Spiel auf jeden Fall wert. Der Preis ist auch okay. Also für das Bild ist, wie ihr seht, auf jeden Fall richtig cool. Also ist nicht verbleicht oder irgendwie hat sich jemand mit einem Edding-Stift dran gemacht. Boah, das werde ich gleich in meine Super NES, die da hinten hinter dem Fernseher steht, reinlegen und loszocken und ein paar Runden mit Mario, Luigi, Bowser und Donkey Kong zocken, Freunde. Richtig geiles Game. Boah. Das war das Unpacking zu diesem Riesenpaket mit wertvollem Inhalt, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.